Die FIA ETRC zu Gast in Most in Tschechien. Das Wochenende beginnt für Fahrer und Fans mit einer Parade in die Stadt. Schon traditionell der Besuch im Zentrum. Ein Volksfest, das Lust auf mehr macht und immer wieder mehrere tausend Zuschauer anzieht. Und einer steht dabei im Fokus, Adam Latzko, der tschechische Truck Hero. Wir bereiten uns die ganze Saison auf dieses Rennen vor, denn es ist unser Heimspiel und wir möchten hier gewinnen. Am Sonntagabend hoffe ich, dass wir ein breites Grinsen im Gesicht haben und nicht traurig sind. Aber ich denke, wir werden uns freuen. Face or maybe we cry, but I hope we smile. Wenn man halt hierher kommt und sieht, dass es doch geht, dass man mit Rennautos auf der Straße fährt, dass die Polizei alles absperrt und die Fans sind eine riesen Freude, ist halt geil. Und deswegen komme ich auch gerne in die Tschechei und ja, ist alles noch ein bisschen normaler wie bei uns. Nach rund einer Stunde Autogramme schreiben und Star zum Anfassen sein, geht's wieder im Konvoi, geschlossen, zurück zur Rennstrecke. Welcome to Most! Das Autodrom Most, ein Kurs vom alten Schlag. 4,2 Kilometer lang mit Kiesbetten und vielen schnellen Kurven und einer Schikane nach Start und Ziel, die es in sich hat. Hier haben alle der Piloten schon unzählige Kilometer getestet, kennen jeden Meter Rennstrecke, ganz besonders Adam Latzko, der sich wünscht, hier Saisonsieg Nummer 2 zu feiern. This season is very tough. Ja, diese Saison ist sehr hart. Jedes Rennen ist hart. Jochen ist meist auf Rang 1, aber hinter ihm ändern sich die Positionen dauernd. Und deshalb ist es sehr schwer zu sagen, hey, ich bin Zweiter oder Erster oder Dritter. Aber klar, ich würde natürlich gerne auf dem ersten Platz landen. Und ich hoffe, ich kämpfe mit Jochen um diesen ersten Platz. Der von Latzko angesprochene Jochen Hahn hat bereits 8 Rennen in dieser Saison gewinnen können, führt deshalb souverän die Meisterschaft an. Der Altensteiger will nach der Sommerpause, in der er und sein Team Hahn Racing den Iveco Truck versucht haben weiter zu optimieren, an seine Performance aus Saisonhälfte 1 anknüpfen. Was habe ich mir vorgenommen? Erfolge, Siege, ein fairer Kampf um die Meisterschaft. Und ich glaube, wir sind bereit, die zweite Hälfte, ich will nicht sagen, entspannt anzugehen, aber zumindest ruhig und gelassen anzugehen und jetzt wirklich auf Bedacht optimieren, konstant bleiben. Und dann, glaube ich, können wir realistisch um den Titel kämpfen dieses Jahr. Auf Rang 2 der Fahrerwertung Antonio Albacete. Der Spanier hat in der ersten Hälfte konstant gepunktet und ein paar sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und daran möchte er in Most natürlich anknüpfen. Unser Ziel ist es, diesen zweiten Platz zu halten. Ja, das wird schwierig, denn es ist ein guter Kampf um diese Position. Und ja, unser Ziel ist es, keine Probleme, keine mechanischen Ausfälle oder hier Unfälle zu haben. Das heißt, Daumen drücken. Vierter im Bunde, Norbert Kiss. Der Ungar vom Team Tankpool 24 hat mit einem Sieg auf dem Nürburgring in Rennen 4 die erste Saisonhälfte mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Auch er will an dieses Ergebnis anknüpfen. Wir haben uns für diese Saison Ziele gesetzt. Ich denke, die Hälfte davon haben wir geschafft. Um genau zu sein, ein paar Rennen gewinnen und die haben wir gewonnen. Aber wir machen weiter, kämpfen um die zweite oder dritte Position in der Meisterschaft, was ganz schön wäre. Und ich denke, das wird ganz schwierig.
Ein Blick auf die Gesamtwertung vor dem fünften Wochenende der Saison zeigt, die Positionen und dass Jochen Hahn mit 67 Punkten Vorsprung an der Spitze liegt und seinen sechsten EM-Titel ansteuert. Grundlage für diese Dominanz sind die sehr guten Trainingsergebnisse des Deutschen, der von 8 möglichen Superpole-Bestzeiten 7 erzielen konnte. Sein schlechtestes Qualifying-Ergebnis Rang 3 und davon kann so manch anderer nur träumen. In Most am Samstag kommt es im Zeittraining zum erwarteten Zweikampf. Latzko gegen Hahn. Die beiden letzten ETRC-Champions sind nahezu gleich schnell unterwegs. Jochen Hahn ist am Ende ganze 77.000stel Sekunden schneller als Adam Latzko im Bugira Freightliner. Ja, ich bin da mittlerweile schon geil drauf, das muss man so ehrlich zugeben. Wobei, es war knapp. Und ich muss ja jetzt eigentlich nicht zugeben, dass ich einen Fehler drin gehabt habe. Also das brauche ich ja ihm jetzt nicht sagen, im Adam. Vielleicht hat er auch einen Fehler gehabt und sieht es nicht, das ist ja auch ein alter Fuchs. Nee, das war jetzt knapp, aber es hat gereicht und eins ist eins und jetzt müssen wir natürlich ins Rennen gehen. Vor Rennen 1 am Samstag, gute Bedingungen in Most bei rund 30 Grad Lufttemperatur, wird das eine heiße Angelegenheit für die Rennfahrer. Gewohntes Bild für alle treuen ETRC-Fans, Startposition 1 für die Nummer 1 für Jochen Hahn und seinen Iveco Race Truck Giulia. Neben ihm der Lokalmatador Adam Latzko. Und ich denke, wir kriegen das da unten schon gemanagt. Also ich konzentriere mich jetzt, geiler Start, und versuche die Nase leicht vorne zu haben, dass er mir quasi den Respekt gibt, mich durchgehen zu lassen. Und dann ist schon mal die halbe Miete. Und dann müssen wir schauen, müssen wir abtesten, wie schnell sind wir denn im Rennen. Das wissen wir noch nicht. Jedes Mal, wenn wir Seite an Seite fahren, ist es ein tolles Rennen, weil wir uns gegenseitig respektieren. Und ich hoffe, dass es heute wieder genauso ist und der Bessere von uns gewinnen wird. Eine Reihe dahinter, Steffi Halm und André Kursim, eine reine Iveco-Reihe, also mit 2 deutschen Piloten. Während Antonio Albacete nur auf Position 5 startet und Norbert Kiss gar auf Rang 7 steht. Die Zuschauer natürlich in der Mehrzahl Latzko-Fans in Erwartung des Rennens. Der Start. Jochen Hahn innen an der Boxenmauer. Latzko außen. 11 Runden sind angesetzt. Knapp 50 Kilometer. Und Jochen Hahn hat die Nase wieder mal vorn. Im Cockpit mit Norbert Kiss. Mit gutem Start direkt hinter Steffi Halm. Kleines Techtelmechtel zwischen Albacete und Reinhardt. Eingangs der Schikane. Und André Kursim, der muss durchs Kiesbett, fällt weit zurück, ist nach Runde 1 nur 10. Pech für den Mann vom Team Don't Touch Racing und auch für Steffi Halm. Der Ladedruck war einfach zu hoch, ich musste runtergehen und genau in dem Moment ist die Ampel auf grün gegangen. Ich hatte keinen Ladedruck und dann stehst du wie im Wald, ne? Und ringsrum um dich fahren sie vorbei. Natürlich war es dann nur die linke Seite, weil Most ist bekanntlich einfach so unglaublich eng, dass es fast keine Möglichkeit gibt, zu dritt auf der Start- und Zielgeraden zu fahren. Jochen Hahn dagegen kann seine Führung leicht ausbauen. Zweiter Adam Latzko, dritter Sascha Lenz, der von 6 schon auf 3 vorgefahren ist. Dahinter die Kampfgruppe mit Halm, Rodriguez, Albacete und Kiss. Und hier ist besonders das Duell Kiss gegen Rodriguez sehenswert. Der Portugiese vom Rebocornor Racing Truck Team lässt sich nicht so einfach überholen, hält dagegen. Erst auf der Bremse, am entferntesten Punkt der Strecke, übernimmt Kiss Rang 6. Der Ungar also in Runde 2 auf der 6. Position. André Kursim hinter René Reinhardt auf Rang 10 muss nochmal fast durchs Kiesbett. Da sitzt der Frust über seinen Ausritt gleich nach dem Start wohl doch schon. Recht tief. Die Heckkamera von Norbert Kiss. Der Kampf mit Rodriguez noch nicht zu Ende, hat Spuren hinterlassen bzw. verleiht Schutzblechen Flügel. Mitte des Rennens, die Top 3 vorneweg. Dahinter kämpft Steffi Halm mittlerweile gegen Antonio Albacete um die 4. Position und kann sich hier ganz gut der Angriffe des Spaniers erwehren. Steffi Halm ist dann 2 Runden später dran an Sascha Lenz im gelben Truck mit der Startnummer 30. Die Deutsche mit der 44 sozusagen im MAN-Sandwich.
Derweil gibt's eine Durchfahrtsstrafe für Norbert Kiss, weil der Ungar beim Start die seitliche weiße Linie überfahren hat. Pech für Kiss, denn ursächlich war der Startpatzer von Steffi Hall der Auslöser. Und Norbert Kiss hat eigentlich nur einen Crash vermieden, ist im Startgetümmel seitlich ausgewichen. I think safe enough. Na, ich dachte mir, sicher vorbei und ohne Kontakt mit irgendjemandem. Und wir erhalten eine Strafe dafür, weil jemand anders am Start einen Fehler gemacht hat und ich nur den Crash vermieden habe. Na, ich denke, eigentlich das ist eine total schlechte Regel, aber okay. Es ist eine Regel. Wir wissen um diese Regel, dass sie da ist. Und naja, so ist es halt. Es ist ganz einfach meine Schuld und es tut mir leid. Runde 10, vorletzte Runde also. Angriff Albacete. Boah, das hätte auch schief gehen können. Halm und Albacete im Glück. Und Sascha Lenz, der scheint hier leichte Probleme mit seinen Reifen zu haben. Und dann kommt der Reifenplatzer bei Sascha Lenz. Vorne rechts. Wie bitter ist das denn? Der dritte Platz, damit futsch. Steffi Halm sagt Danke, genauso wie Antonio Albacete. Beide gehen am Deutschen vorbei, der seinen Truck kurz danach abstellen muss. Ja, anderthalb Runden vor Schluss gab es einen deftigen Knall im Fahrerhaus. Und kurz danach gab es den zweiten Knall und dann waren wir draußen gewesen. Was ist da passiert bei den zwei Knalls? Ja, beim ersten Knall ist die Reifendecke vom Vorderachsrad ist weggeflogen, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Hat mir dann die ganzen Plastikteile rundherum kaputt geschlagen. Und kurz danach ist der Reifen, weil ich weitergefahren bin, war ja nur Luft drin, ist er dann komplett geplatzt. Und dann war das Rennen für uns halt gelaufen. Letzte Runde. Jochen Hahn kontrolliert das Geschehen. Hat nicht nur das richtige Setup im Qualifying, sondern wohl auch fürs Rennen gefunden. Sieg Nummer 9 in dieser Saison für den Europameister des vergangenen Jahres. Adam Latzko hat das Nachsehen, wird Zweiter. Dritte, Steffi Halm, fast 12 Sekunden hinter dem Sieger Jochen Hahn. Zweite Nullrunde dagegen für Sascha Lenz in dieser Saison. Schade für den Deutschen. Und Applaus gibt's für die drei Erstplatzierten. Jochen Hahn, Adam Latzko und Steffi Halm, die Trophäen auf dem Podium entgegennehmen dürfen. In dem Moment bin ich stolz und glücklich natürlich, das ganze Team, alle, weißt, alle, die irgendeinen Teil dazu beitragen, ja, ist es zuckersüß, wie Champagner. Das Ergebnis von Rennen 1 nochmal ausführlich zum Nachlesen. Terry Gibbon auf der 8 profitierte von einer 5-Sekunden-Strafe gegen Ollie Janes, der sich ein Scharmützel mit Recuenco lieferte und den Spanier von der Strecke schob. Bei der Siegerehrung ließ er sich dann noch feiern. Ollie Janes, da wusste er noch nichts von der Entscheidung der Stewards. Der zweitplatzierte Terry Gibbon, also eigentlich Sieger in der Grammarwertung, sammelte 20 Punkte für die Fahrerwertung. Wie jedes Jahr ist eine Menge los beim Czech Truck Prix, der insgesamt 27. Auflage. Tausende Fans aus Tschechien und Deutschland kommen jedes Jahr, um dabei zu sein bei diesem Fest des Truck-Rennsports. Die meisten suchen sich Plätze oben auf der Naturtribüne. Von dort hat man nämlich den besten Blick über weite Teile der Rennstrecke. Oder den besten Blick im Handy. Rennen 2 am späten Nachmittag im Reverse-Grid-Modus heißt, die Top 8 aus Rennen 1 starten in umgekehrter Reihenfolge. Und mit einer Überraschung für Terry Gibbon, erst kurz bevor er in die Startaufstellung fährt, gibt's die Nachricht, dass er auf der Pole-Position steht. Hektik also beim Team, das sich entscheidet, neue Reifen an der Vorderachse zu montieren. Einige helfende Hände von anderen Teams sorgen für ein bisschen Entspannung beim Personal und beim gestressten Piloten. Rennen fahren auf höchstem Niveau mit all diesen fantastischen Fahrern, das ist, wo du sein möchtest. Klar bin ich nervös. Neben dem Briten, der übrigens als einziger im gesamten Feld mit einem rechtsgelenkten Truck startet, André Kosin. Ich weiß, wir sind ein Stück weit überlegen. Natürlich ist das nur die halbe Miete. Alles andere wird sich in den ja, hoffentlich ersten beiden Kurven schon entschieden haben. Ich versuche natürlich direkt am Start an ihm vorbeizufahren und ja, das Rennen zu kontrollieren.
In Reihe 2, René Reinhardt auf der dritten Position, der Chef eines großen Logistikunternehmens, hat ja bereits ein Reverse-Grid-Rennen in dieser Saison gewinnen können mit seinem Truck Xenia. Großes Interesse an den Rennen der FIA. ETHC insgesamt knapp 90.000 Fans mit dabei. Der Start zu Rennen 2. Terry Gibbon kommt deutlich besser weg als André Kosim, der hier möglicherweise ein ähnliches Problem hat wie im Rennen zuvor Steffi Hall. Dann die erste Kurvenkombination. Terry Gibbon innen, René Reinhardt außen. Der Deutsche in der nächsten Kurve aber dann innen mit der besseren Traktion übernimmt die Führung. Von Rang 3, also gleich auf die 1. Adam Latzko auf Rang 4 hier, hinter Antonio Albacete, der diese fantastischen Bilder mit seiner Heckkamera liefert. Der Spanier im Truck von Lutz Bernau, hinter Polsetter Gibbon, schaltet hier früher besseres Drehmoment dadurch und vorbei geht's am Engländer, der also nach wenigen Metern nur noch Dritter und noch ein Stückchen weiter nur noch Vierter ist, weil auch Adam Latzko vorbeigeht. Und was sonst noch alles in einer Startrunde passieren kann, das zeigen uns die Kameraeinstellungen bei Norbert Kiss in und am Truck auf eindrucksvolle Art und Weise. Jeder Fan, der einmal Gelegenheit hat, in einem Racetruck mitzufahren, sollte das unbedingt nutzen. Runde 2, die Top 3 und dann dahinter Gibbon, Rodriguez und Jochen Hahn. André Kosim nur auf der 10, Lenz schon auf 11 und Norbert Kiss auf Rang 14. Kurze Mitfahrt beim Champion Jochen Hahn gefällig. Zuerst geht's vorbei an Rodriguez. Und auch Terry Gibbon ist nicht weit weg. Auf direktem Weg geht die Nummer 1 vorbei an Terry Gibbon, rückt vor auf die 4. Und anschließend nutzt auch José Rodríguez, der Portugiese, die Gunst der Stunde, geht innen vorbei an Gibbon. Rodríguez danach Fünfter. Onboard bei Sascha Lenz, der Deutsche von ganz hinten gestartet, mittlerweile schon auf Platz 7 angekommen. Irgendwann war Steffi mit dem Rodríguez vor mir am Fighten, waren nebeneinander auf der Stadt- und Zielgerade. Und dann habe ich gedacht, das funktioniert nicht, so wie die zwei sich das vorstellen. Habe dann mehr Schwung geholt, Ausgang der ersten Schikane. Und konnte dabei Steffi dann direkt überholen. Ja, und eine Runde später an derselben Stelle konnte ich dann auch einen Rodríguez überholen. Lenz also Fünfter, die ersten vier aber schon zu weit enteilt. Albacete vor Latzko und dahinter taucht Jochen Hahn auf. René Reinhardt macht sich so breit wie es geht, profitiert auch davon, dass sich Albacete eher gegen Latzko verteidigen muss, als selber eine Attacke auf Reinhardt reiten zu können. Ja, ich habe versucht, mit Reinhardt zu kämpfen, aber er hat mir die Tür immer wieder zugemacht. Ich hoffte, er wird vielleicht einen Fehler machen, aber nein, er war sehr gut, hat keinen Fehler gemacht. Außerdem musste ich Adam im Spiegel beobachten, weil er ja direkt hinter mir war. Ich denke, es war toll anzuschauen und es war ein tolles Rennen. In der letzten Runde alle vier an der Spitze immer noch dicht zusammen. Reinhardt vorne, dann Albacete, Latzko und Hahn, alle ohne Fehler.
Am Ende gewinnt René Reinhardt dieses Rennen vor Antonio Albacete und Adam Latzko. Zweiter Saisonsieg also für den Mann im Truck mit der Startnummer 77, der in diesem Jahr seine siebte ETRC-Saison bestreitet. Adam Latzko zum zweiten Mal bei seinem Heimrennen auf dem Podium. Faire Gratulation an den Sieger René Reinhardt und Applaus für die drei Erstplatzierten. René Reinhardt in der Mitte zwischen Albacete und Latzko äußerst zufrieden. Ich habe versucht, mich auf ein Rennen zu konzentrieren, nach vorne zu schauen. Ich fahre ja auch schon ein paar Jahre jetzt und weiß, wo man Fehler machen kann und wo man es lieber bleiben lassen sollte. Und habe dann versucht, natürlich da die Fehler zu vermeiden und mich nicht zu verbremsen, um wieder rauszurutschen, aus den Ecken gut rauszukommen, eine gute Beschleunigung zu haben. Und hat meistens, also bis auf ein, zwei kleine Sachen, hat es gut funktioniert. Das Ergebnis weiß auf blau. Terry Gibbon landet auf der 10. Der Polesetter also mit einem weiteren ETRC-Zähler gewinnt auch im Grammar Cup und nimmt also am Samstag die volle Punktzahl in dieser Wertung mit. Und ganz wichtig, dieses Mal steht auch der richtige Sieger in der Mitte auf dem Podium, Terry Gibbon, Mann des Samstags in Most. Der Sonntag bringt Regen, zunächst nur ganz wenig. Dennoch wird heftig diskutiert in der Startaufstellung. Hahn, Latzko und Albacete schauen immer wieder Richtung Himmel. Präparation der Windschutzscheibe bei Jochen Hahn, der am Vormittag im Trockenen seine nächste Pole Position erringen konnte. Steffi Halm ebenfalls mit Sorgenfalten auf der Stirn. Reihe 1, genau wie am Samstag, Hahn vor Latzko. Der Himmel verdunkelt sich immer mehr, es fallen erste Regentropfen. Der Start nach Entscheidung der Rennleitung erfolgt unter Gelb. Jochen Hahn gibt das Tempo vor. Alle Trucks ohne Probleme durch die ersten beiden Kurven. Kein Wunder, wenn es sozusagen verboten ist zu überholen. Runde 2 onboard bei Steffi Halm, die hier gleich von Norbert Kiss angegriffen wird. Der Fünfte greift die Viertplatzierte an und geht in der Schikane vorbei an Steffi Halm, macht seinem Ruf als Regenspezialist alle Ehre. Im hinteren Bereich der Strecke regnet es schon recht stark, während vor Start und Ziel wenige Tropfen fallen. Norbert Kiss hier außen gegen Antonio Albacete mit dem besten Überholmanöver der gesamten Saison. Geht vorbei. Und Spanier holt sich die dritte Position Ende der dritten Runde. Kurz danach aber wird das Rennen abgebrochen. Rote Flaggen, die Fahrbahn teilweise überflutet. Die Gefahr viel zu groß für die Trucks, die in Runde 4 hier reihenweise durchs Kiesbett rutschen. Hahn macht den Anfang, alle anderen rutschen hinterher. Die Trucks wenig später dann zurück in der Boxengasse. In the moment when it start raining, we go with Jochen. And when I see, als es anfing stark zu regnen, war ich hinter Jochen. Und als ich dann sah, er hat ein Problem, da fuhr ich auch ein bisschen langsamer. Und Jochen fuhr einfach geradeaus. Es war alles überflutet und als ich in den Spiegel sah, kamen alle anderen hinterher. Genau in diesem Moment kamen dann auch die roten Flaggen. Das war eine sehr gute Entscheidung, denn unter diesen Umständen ist es viel zu gefährlich. Ich denke, unter den Bedingungen, wo dann der Abbruch war, hätte ich zum Teil 20 km/h fahren können, wenn überhaupt. Ja? Und da muss man dann schon sagen, es gibt keine andere Entscheidung wie rote Flagge. Der Regen lässt anschließend kaum nach. Zwei Stunden später startet man dann einen neuen Versuch, hat die Wassermassen bereits von der Strecke gekehrt. Aber genau in dem Moment, wo die Trucks Rennen Nummer 3 fortsetzen wollen, geht der nächste starke Regenschauer nieder. Noch in der Einführungsrunde wird das Rennen erneut abgebrochen. Ja, wir waren hinter dem Pace Truck, aber wir hatten Aquaplaning bei 60 km/h. Es war unmöglich zu fahren. Aber ich weiß nicht, hoffen wir mal, dass es aufhört zu regnen und wir können noch fahren. Aber es sieht nicht so aus. Kurz danach werden alle Aktivitäten in Most abgesagt. Die Strecke und die Kiesbetten stehen unter Wasser. Die Trucks einsam und verlassen im Parc Fermé. Zwei Rennen
Mit Wertung zwei Rennen ohne die Meisterschaftswertung sieht wie folgt aus. Nach dem Wochenende. Jochen Hahn hat seinen Vorsprung vergrößert. Zweiter bleibt Albacete. Latzko auf der 3. Halm und Kiss tauschen die Positionen. Und weiter geht's im belgischen Zolder. Dann hoffentlich ohne Regen und ohne Rennabbrüche.